dem Herrscher. Und in diesem Abschnitt sagt er, dass wer gegen den Herrscher der Muslime rebelliert. Worauf sich die Muslime geeinigt haben, dass es sich einig, dass diese Person ihr Herrscher ist. Und sie haben seine Khilafa bestätigt, egal mit welchem Gesichtspunkt. Ob sie dies aus Zufriedenheit getan haben oder er sie bekämpft hat und überwältigt hat und gezwungen hat. Aber schlussendlich hat er die Macht übernommen. Also haben sie seine Khilafa akzeptiert. Und jemand macht Khuruj gegen ihn, so hat dieser Khariji die Vereinigung der Muslime gespalten. Und die Überlieferung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam widersprochen. Und wenn er stirbt, stirbt er in einem Tod der Jahiliyyah. Er sagt, und es ist nicht erlaubt, den Sultan zu bekämpfen. Und nicht Khuruj gegen ihn zu machen? Für niemanden von den Menschen. Und wer dies tut, ist ein Mubtadi', ist ein Erneuerer. So ist diese Aussage nicht von uns und von unseren Gelehrten, dass wir dies gesagt haben. Und dass dies die Gelehrten des Sultans gesagt haben. Sondern Imam Ahmed, rahimahullah, schwarz auf weiß, für diejenigen, die sich darum kümmern. Aber wen die Sunna nicht interessiert und die Aussagen der Immer der Sunna nicht interessiert, so wird er dir nicht glauben, auch wenn du ihm 1000 Argumente bringst. Wie Sheikh Albani Rahman gesagt hat, die Person der Sunna, ein Beweis genügt ihm. Die Person der Wahrheit, ein Beweis genügt ihm. Und die Person der Falschheit, die Person der Bid'a, 1000 Beweise genügen ihm nicht. Deswegen, diese Sache ist von den Angelegenheiten der Grundlagen der Sünde. Aber die Khawarij in dieser Zeit, angeführt von Sayyid Qutb und all ihren Anhängern von Ikhwan al-Muslimin und von Khawarij und von den Takfiriyun, sie haben ihre Scheinargumente und schweigen und verstecken die Bücher der Selle und die Beweise aus Koran und Sunna, die gegen ihrem Batil sind. So ist dies der Weg der Gelehrten, welchen Imam Ahmed hier klar gemacht hat und sagt, der ist ein Erneuerer. Ala ghairi sunna wa tariq. Er befindet sich nicht auf dem Weg der Sunna und auf dem richtigen Weg. Die Person, die es als erlaubt sieht, Khuruj zu machen gegen den Herrscher. Und ich habe schon letztes Mal erwähnt, Pierre Vogel, er zweifelt diese Grundlage an. Yani, subhanallah, anstatt das Buch zu nehmen von den Grundlagen der Sunna von Ahmed und von allen anderen Gelehrten, hat er sich ein Heft zusammengestellt. Und deswegen, ich habe das gelernt in einem Kurs in Holland und ich weiß nicht wo. Wir wissen auch nicht, bei wem er dies gelernt hat. 2, 3 Scheinargumente, dann bringt er Aussagen von Nawawi und Qurtubi. Obwohl Nawawi und Qurtubi sagen eigentlich das andere, aber vielleicht haben sie auch etwas erwähnt, weil beide waren auch Asha'ira. Sie waren nicht von den Ahlus Sunna, von den Gelehrten der Aqidah Ahlus Sunna. Nimmt er einige Aussagen von ihnen, einige Hadithe, die er falsch versteht, und zweifelt dann diese Grundlage an, um den Batil seiner Freunde der Khawarij zu beschützen. Und das ist die Gefahr, welche die Gelehrten der Selef beschrieben haben. Und zwar, dass die Leute der Bid'a wie Skorpione sind. Sie verstecken sich bis zum richtigen Moment und dann stechen sie dich. Und sie zeigen die Sunna, die Sunna, die Sunna, die Sunna, um dann ihr Gift in den Honig reinzulegen. Deswegen, wer nicht verbunden ist mit den Gelehrten der Sunna, in dieser Zeit besonders. Weil in jeder Zeit hat es andere Shubuhat. Und in jeder Zeit werden die Shubuhat von den Gelehrten zerstört und klargelegt. Also muss man wissen, wer die Gelehrten sind. Man kennt die Fußballspieler von jeder Mannschaft, aber man kennt die Gelehrten der Umma nicht.
obwohl man schauen muss, von wem man sein Wissen nimmt. Aber nur weil jemand viele Klicks hat im YouTube und Tag und Nacht sich am Anstrengen ist, um noch mehr zu erreichen, ist dies nicht ein Beweis dafür, dass man das Wissen von ihm nehmen darf, sondern das Wissen wird von denen genommen, die bestätigt wurden. Und auch die Umma bestätigt hat, dass diese Leute, ihre Fatawa, waren korrekt in den Zeiten der Fitnen. Nicht wie Yusuf al-Qaradawi, nachdem die Fitna geschehen ist, also unsere Brüder in Saudi-Arabien, sie waren wissender als wir. Taib, zwischen deiner letzten Fatwa und dieser Aussage sind Menschenleben und Blut vergossen. Die gelernten Saudi-Arabier haben dies nicht getan, weil sie gerätselt haben. Sie haben diese korrekte Fatwas getroffen, weil sie anhand von den Beweisen geurteilt haben. Und nicht anhand von dem, was die Mehrheit der Menschen hören möchte. Deswegen sind wir in einer großen Gefahr in der Zeit, in dem die Gehirne der Jugendlichen entfernt werden von den Gelehrten, damit man sie dann füllen kann mit Schubuhat und mit Schahawat. Und damit sie entfernt sind vom Licht der Sunna, welches die Gelehrten weiterhin tragen. Und in jeder Generation wird dies getragen bis Qiyam-e-Saa. Die Aussage, dass wer dies tut und so stirbt, ein Tod der Jahiliyyah stirbt, stammt von der Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Bukhari und Muslim, فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ سُلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. Wer gegen den Herrscher ein Handspanne sich entfernt oder gegen ihn sich auflehnt, der stirbt ein Tod der Jahiliyyah. Und er, a.s., brachte uns bei, wie wir sein sollen, wenn wir von unseren muslimischen Herrschern etwas sehen, was wir nicht mögen, was haram ist, was ungerecht ist, was falsch ist. Zwar sagte er: Man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir alayhi, fa innahu man faraqa al-jama'a shibran famata illa mata maytatan jahiliyyah oder maytatan jahiliyyah. Er sagt, wer von seinem Emir etwas sieht, was er verabscheut, so soll er geduldig sein ihm gegenüber. Denn wer sich von der Jama'a eine Handspanne entfernt und er stirbt, so stirbt er den Tod der Jahiliyyah. Also haben wir im Islam zwei gewaltige Grundlagen. Die erste Grundlage ist, wir gehorchen niemandem im Ungehorsam gegenüber Allah Azzawajal. Wir gehorchen niemandem in Ungehorsamkeit gegenüber Allah Azzawajal und gleichzeitig lehnen wir uns nicht gegen den muslimischen Herrscher auf. Die Ahlus Sunnah vereint die Grundlagen der Religion und der Sunnah in einem auf einmal. Weder übertreiben sie in der Gehorsamkeit gegenüber dem Herrscher, auch in dem, was haram ist, noch unterlassen sie die Gehorsamkeit gegenüber ihm in allem, auch wenn es etwas Erlaubtes ist, beziehungsweise etwas sogar Verpflichtendes ist. Wie? Entweder die Khawarij, sie entfernen sich von der Gehorsamkeit und sehen nur das Schwert gegen ihn. Und wisst, meine Brüder, dass egal welche Bid'ah jemand einführt, zum Endeffekt führt es ihn zum Schwert. Es ist keine Gruppe von den Gruppierungen ist gekommen, außer sie haben das Schwert gegen den Herrscher gesehen. Außerdem das Rebellieren gegen den Herrscher gesehen, außer die Ahlus Sunnah. Auch wenn sie Sultangelehrte, Palastgelehrte genannt werden, auch wenn sie was auch immer genannt werden, ihnen interessiert nicht, was die Leute sagen, ihnen interessiert, dass sie übereinstimmen mit den Beweisen von Koran und Sunnah. Und schaut Imam Ahmed, er wurde geschlagen und gefoltert und eingesperrt. Trotzdem sah er nicht rechtskräftig, dass man Khuruj machen darf gegen den Herrscher. Und er hat hinter ihm gebetet und sogar Dua für ihn gemacht. So zeigte er in dieser Grundlage den korrekten Umgang mit dem Herrscher auf.